Guten Nachmittag. Die Fähigkeiten der Bürger. Und was hat das mit dem Zusammenbruch eines Staates zu tun? Ich muss das nachtragen als Nummer 56 zu meinem Buch IQ ist nichts, Unbildung alles. Ich habe früher gerne das Buch von Manfred von Ardenne gelesen. Es ist eine Autobiografie und ich muss sagen, der Mann hat entscheidend mein Leben mitgeprägt. Sagen wir es mal anders. Alle seine Blödsinnigkeiten, bis auf Sachen mit Waffen und so weiter, die er damals, zu denen er Zugriff hatte, wegen der Weltkriege, allen anderen Blödsinn habe ich abgekupfert teilweise oder weiterentwickelt oder anders gemacht oder was auch immer. Hat mir Spaß gemacht. Aber ich habe jetzt aus alter Verbundenheit dieses Buch mir mal vorgekramt und mal ein bisschen drin geschmökert. Hier nochmal der Titel, Manfred von Ardenne, 60 Jahre für Forschung und Fortschritt, Autobiografie, damals erschienen im Verlag der Nation Berlin. Und da bin ich über folgende Textstelle gestolpert und ich lese die euch kurz vor, lehnt euch zurück, ihr müsst nichts machen, außer kurz zuzuhören. Die Ausbildung der Jugend als politisches Problem. Das Kräftepotenzial moderner Staaten hängt zu einem großen Teil, die Zeit nach 1945 hat uns das gelehrt, von den Fähigkeiten ihrer Bürger ab, auf wissenschaftlicher Grundlage zu handeln und zu entscheiden. Für die Entwicklung von Industrie und Landwirtschaft sind die naturwissenschaftlichen Kenntnisse von großer Wichtigkeit. Das Niveau der Leistungen lässt sich dadurch beträchtlich heben, dass die heranwachsende Generation frühzeitig mit den Aussichten und den Arbeits- und Denkmethoden der entsprechenden Fachsparten vertraut gemacht wird. Das sind Faktoren, deren Bedeutung für die Gestaltung der Nachwuchsförderung durch den Staat kaum überschätzt werden kann. Auf diesen Erkenntnissen beruhen eine ganze Kette von Maßnahmen zur frühen Anregung der naturwissenschaftlich-technischen Betätigung in der Deutschen Demokratischen Republik und nicht zuletzt auch die Regelungen, mit denen sich längere Pausen zwischen Schulabschluss und Beginn des Hochschulstudiums speziell der naturwissenschaftlichen Fachrichtungen vermeiden lassen. Denn allzu lange Unterbrechungen führen leicht dazu, dass beispielsweise die Schulkenntnisse in Mathematik teilweise in Vergessenheit geraten und dann die Voraussetzungen zum gründlichen Studium aller mathematisch fundierten Disziplinen fehlen. Es hat mich insofern auch berührt, weil eins muss man echt sagen, wären die Leute in der DDR nicht so tiefgreifend und breit gefächert, naturwissenschaftlich und überhaupt gebildet gewesen, hätten sie sich genauso ein X für ein U vormachen lassen, wie das heute der Fall ist. Die hätten also alles andere nur geglaubt, weil das Wissen fehlt. Wissen heißt in diesem Fall, dass es im Kopf ist und nicht irgendwo auf Google oder Wikipedia zu finden ist, was ja mittlerweile eh schon verfälscht wurde. Aber darum geht es nicht. Menschen, die gebildet sind, die sind die Kraft. Und normalerweise gehen Revolutionen von der Jugend aus. Bloß das hat man grundsätzlich verdorben. Nebenbei, Manfred von Ardenne ist eigentlich der Erfinder des Fernsehens. Das müsste man eigentlich wissen. Normalerweise. Unsere Generation weiß das noch. Und da muss man nicht in der DDR gelebt haben, sondern Manfred von Ardenne hat das ja schon, da gab es noch gar keine DDR, hat das ja schon viel früher alles entwickelt. Ein Genie in meinen Augen war immer mein Vorbild oder eins meiner Vorbilder. Und deswegen habe ich dem auch ganz große Bedeutung beigemessen. Gehen wir nochmal auf einzelne Kleinigkeiten ein. Also von großer Wichtigkeit. Ich möchte mal wissen, wer in ungefähr 10 Jahren schon diese großen Errungenschaften, die wir überhaupt auf technischem Gebiet haben, überhaupt noch realisieren können will und nachvollziehen und bedienen. Wobei bedienen nur ein IQ von ungefähr 100 voraussetzt. Aber nochmals, ich hatte ja immer gesagt, IQ ist nichts, Unbildung alles. IQ heißt nur, wie schnell jemand denkt. Grob gesagt. Und die Bildung letzten Endes, da können durchaus, guckt euch die alten Facharbeiter von früher an, die können mehr als die heutigen jungen Ingenieure, ich muss es immer wieder betonen, weil sie einfach breiter gebildet wurden. Ja, da nützt kein IQ was, wenn ich keine Bildung habe. So, natürlich. Das Niveau lässt sich noch beträchtlich erhöhen und so weiter und so fort. Das ist bis dahin eigentlich gar nicht so falsch. Aber gehen wir nochmal auf die Pause ein und diese allzu langen Unterbrechungen. Das fängt ja in der ersten Klasse schon an, dass die gar nicht lesen und schreiben können, die armen Kinder.
Das ist doch das Problem. Ja, und es geht nicht bloß um Schulkenntnisse in Mathematik. Mathematik ist ein eindeutiger Gradmesser für den IQ. Ja, ich weiß, jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, ja, aber es gehört auch Herzensbildung dazu. Ja, natürlich. Ja, aber das ist nicht die Geschwindigkeit des Denkens. In den Mathematiknoten erkennt man letzten Endes grundsätzlich den IQ, also die Auffassungsgabe und Kombinationsfähigkeit bezogen auf eine bestimmte Zeiteinheit. So. Und das zum Thema Vergessenheit geraten. Ja, auf dem dritten Bildungsweg dann irgendwann mal sich zu irgendeiner Fachrichtung entschieden. Da ist aber wirklich viel vergessen worden. Und nochmal, wenn ich gar nicht erst was gelernt habe, dann kann ich auch nicht viel vergessen. Ne? Und so ist mittlerweile die Bildung in der derzeitigen Situation. Unsere armen Kinder müssen endlich wieder etwas lernen. Und ich weiß es selber, es ist nie zu spät zum Lernen. Ich bin jetzt 62 und ich sage, ich lerne immer noch begeistert dazu. Das macht Spaß. Lernen macht Spaß. Und je mehr man weiß, umso mehr merkt man, dass man noch gar nichts weiß. Also vergleichsweise, ne? So, das dazu. Ich hoffe, das hat euch nochmal kurz vor die Feiertage, vor den Feiertagen nochmal ein kleines bisschen zum Nachdenken angeregt. Bleibt sachlich bei den Kommentaren und ich wünsche euch ja, schöne Feiertage. Ob gläubig oder ungläubig, sei da egal. Nehmt es einfach als Zeit für die Familie, nehmt es einfach als Zeit, um mal wieder ein bisschen, ja, sich zu erinnern. Erinnern heißt an altes Wissen erinnern und demzufolge auch entsprechend zu denken. Denken heißt ja Wissen kombinieren. Wer denken kann, muss nicht glauben. Also, nochmals, alle guten Wünsche und ja, bis zum nächsten Video. Und ich sage immer gerne, Leute, macht was, aber macht's gut. Bis später. Tschüss.